Gott, ja, herzlich willkommen zu Wing Commander 3. Ich probier's jetzt mal auf extra schwer. Ich wäre ja mal gespannt, wie das auf Albtraum noch so ist. Willkommen an Bord, alter Freund! Ich will hier gar nicht groß die Videos. Geh auf sein Spielchen an. Ich drück das nur alles so durch und dann geht's in die Mission. Weil das haben wir ja nun mittlerweile bei mir alles gesehen, ja? Gibt's ja nichts mehr, was man noch nicht kennt, eigentlich. Da ist was dran. Finde ich, den gibt's das auf meinem YouTube-Kanal. So, laber, laber. Tja. Laber. Wir müssen die ersten Tops fliegen. Laber, laber. Laber, laber. Ja, Wahnsinn. Überspringe ich jetzt mal. Ich gehe jetzt einfach mal direkt auf Albtraum. Direkt richtig in die Hölle. Packung extra schwer. Lass mal sehen. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Ein paar Rockets raus hier. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Ich kann auf jeden Fall sehr gut Raketen ausweichen. Erbärmliche Nachkommen von Affen! Das haben wir noch nicht bekommen. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Sofort an meiner Flanke formieren! Jawohl, Kranke! Man kriegt ja den Power nicht mehr so. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Einsatzziele erreicht. Das war noch gut machbar. Geht auch Albtraum, oder? Ja. Niveau Albtraum. Alles klar. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Bin ja mal gespannt, was genau da noch so schwierig wird. Mal sehen, was das alte DOS-Programm da so zu bieten hat. Naja, wie in alten Zeiten und so war und so weiter. Klingt ganz vernünftig. Klingt ganz vernünftig.
Sie sind mit der Katze geflogen und bla bla bla. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorat. Tja, das ist. Cobra? Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Arbeiten wir nicht zu Katzenstreu. Wiederhol, ich hab den Drecksack erwischt. Und ich hab den Drecksack erwischt. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ich hätte die Thunderbolt nicht nehmen sollen, hätte ich da einfach einen schönen Torpedo reingehen. Ist die klar? Eine Achtung, Sir! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Einsatzziele erreicht. Na komm, wir holen uns den Transporter trotzdem. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ja, aber gut, was ab mit. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Es ist verwunderlich einfach im Moment auf Alpcorp. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber das wird ja wohl alsbald anziehen, ja. Dann wird sie sich gern die Finger schmutzig machen. Ist klar. Ja, bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Transporter. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden. Tja, das sind also. Flug. Das kriegen wir schon hin. Stopp. Das Ding ist, glaube ich, die richtige Lösung. Ja. Das geht auch nicht. Das wird dann schon etwas interessanter. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Okay.
entgesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Ich bin Heimweg in einer Kiste an. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ich hab den Drecksack erwischt. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Okay, das war ja noch recht easy. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Na denn. Alles paletti, Sie können reinfliegen. Naja. Warum ist die Maus dann so komisch hier? Aus Box. Da ist was dran. Selbe nochmal. Können Grün, wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet. Tja, das ja, gucken wir, wo wir das hinkriegen. Cobra. Thank you.
gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Gute Nacht, Miezekatze. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt beißt er ins Gras. Er plädiert darauf, dass mein Nachbrenner leer geht. Jetzt beißt er ins Gras. Du fliegst wie der Affe, der du bist. Ich hab den Drecksack erwischt! Was ist der Transporter jetzt weit weg? Schande. So. Feind gesichtet, Colonel! Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Diese Korvette, die muss ich wegbiegen. Weil die haut dieses Skipper-Ding raus.
Sir. Eine Schande für mich. Sie nicht noch missgebracht aushauen? Sag gute Nacht, Miezekatze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ja, ging ja noch. Noch machbar. Ich hätte es nicht gedacht. Gegner von uns. Oder auch nicht. Na gut. Oh, ich hab gut einen auf den Sack gekriegt. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Wird es jetzt nochmal interessant hier. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Leite Jump-Sequenz ein. Danke für den Begleitschutz, Colonel. So, dann ziehen sich die Kämpfe jetzt hier hin, okay? Beißt ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Hat mich um meinen Sieg betrogen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Das zieht die Kämpfe auf jeden Fall in die Länge. Das steht mal fest. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich völlig katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht wahr? Sind die mein Mikrofon überhaupt? Ja, das sieht aus. Muss man ja auch mal anschauen, ne? Nach so einem Patch-Day?
Kleiner ist ein Klugscheißer. Nur die guten Piloten. Mal sehen, ob man nur sie mal was lesen kann. So, bei dem Kapuzin. Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Ach, hör auf damit. Du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt. Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht... Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Sie haben recht. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolbin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. No shit. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle das Flieger kann ja sofort was werden. Machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Das ist ohnehin so eine Mission, die ich so richtig gern habe. Na, nee. Wir schauen mal. Jetzt starten. Jetzt geht's rund. Einer muss mir helfen. Ich sterbe! Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ich muss ausschalten an diesen Packteilen. Die müssen wir gut kriegen hier. Sonst haben wir ein Problem. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Stück von diesen Dingern noch. Thank you.
an. Zu Befehl. Aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Diesen Kampf überlebt ihr nicht, ihr Affenpack. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Fliegst wie der Affe, der du bist. Voll ist das. Seine Schilder und mal sind noch ein bisschen lang. Heute bin ich gut drauf. Da jetzt noch? Das sehe ich jetzt gerade nicht, weil mein Target-System da im Eimer ist. Ne? Aber wie es aussieht, sind es Pac-10. Man sieht seine Kommunikation unten. Gravity Pac-10. Im Schatten. Ah, schick noch ein paar Raketen auf. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Leider negativ, Sir. Super. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Nicht zu Katzen streuen. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Verarbeiten wir nicht zu Katzen streuen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Er konföderiert, aber er wagt es anzugreifen. Was ist denn das? Verarbeiten wir nicht zu Katzen streuen. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Jetzt haben wir es aber. Einsatzziele erreicht. Bitte spiel weg, ja. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach, übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord. Doch sie setzt nur Staub an, Sir. Unser Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen, wo er nur kann. Tatsächlich.
Bin geweckt. Junge, das Schiff würde ich klar. Ja, der Prototyp fliegen. Kann richtig Rambazamba machen zwischendurch, ja? Excalibur. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben... Sie werden nie erraten, was startklar und vollgetankt ist. Excalibur. Jetzt geht's ab hier. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Greife jetzt weiter. Oh, das ist so schön. Hier kann ich meine Abschussquote aufbringen. Jetzt das Gefühl, umso weniger die werden, umso schwieriger werden die. Was ist da los? Das ist wirklich strange. Thank you.
sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Fäden zu verwenden habe. Wie sieht's aus? System funktionstüchtig. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Okay. Erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu! Jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Das Schwein ist Zeit dem Schwein. Aber wenn Sie... Gucken wir mal beim Piloten mehr gehen, ja. Mal extra Speicher verdammt. Das war ein schwieriges Ding, aber ich probier's mal. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Es beißt ins Gras. Ich hab so gut drauf, dass es schon langweilig wird. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Ja, genau. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Colonel, Sie fliegen, als hätte man Ihnen die Flügel gestutzt. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt beißt er ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Nee, ja, komm. Ich schütze dann deine Rakete. Das ist übel. Ich hab diesen Platz.
Ich weiß jetzt schon, wer sich zuerst verabschiedet. Sieht so aus. Ist der Nachbarn auch leer? Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Na, ich werde ihn ja wohl gleich haben, oder? Beißt ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Ja, Gott, jetzt hab ich ein Schild in der Mauf. Er kann auf jeden Fall gut ausweichen, das steht mal fest. Ich kann auch ziemlich gut treffen. Danach dann mal leer. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Gibt einfach nicht auf, ne? Spiel auf Zeit. Steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Jo. Ja, so wird das doch nichts, ja. Wenn ich's mir nochmal überlege, Colonel, mein Einsatzplan liegt in der Kaserne. Ja, so machen wir das nicht. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen.
Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Sie haben gewonnen, Colonel. Ich rede gleich morgen früh mit dem Captain. Bleiben und Raketen im richtigen Moment zaubern und dann hat man's. Alles klar. Glückwunsch, jetzt haben wir einen neuen Superkampfpiloten. Aber gegen die Carruthy zu kämpfen ist trotzdem was ganz anderes. Gib mir eine Chance. Flint. Ja, gib mir eine Chance. Ja. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen... Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Hm? Wir brechen sofort auf, Sir. Tja, das sind also unsere... Cobra? Ich mach die Thunderbolt. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Das kann ja was geben hier. Yeah.
den Tierarzt aufzusuchen, Nietzsche. Ihr gefährliche Nachkommen. Oh, shit. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Tiergraphics, ja wunderbar. Schande. Da kommt Feuer raus. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Hier haben wir ein Stück. Okay. Man kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Ich hab den Drecksack erwischt! Aus? Alles bestens, Sir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Stirb, du verlose Mistgeburt. Konnte nicht mehr fallen. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mietze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir.
Christus haben, richtig heftig.